In diesem Monat gab es eine Chunky- und Sirup-Aktion ab einem Bestellwert von 89 Euro gratis dieses Geschmackspulver. Es nennt sich Mango Kokos Mochi. In dem sehr feinen Pulver befinden sich reichlich getrocknete Mangostücke. Kokos kommt leider nur ganz minimal durch. Mango ist definitiv im Vordergrund. Getestet habe ich dieses Flavor ausschließlich in einer Mischung aus Joghurt und Topfen. Man merkt schon einen Unterschied zum Mango-Maracuja-Geschmackspulver. Es hat nämlich neben einem intensiv fruchtigen Mangogeschmack eine leicht sahnige Note. Kokos konnte ich überhaupt nicht rausschmecken. Wenn man auf die crunchy Mangostücke beißt, dann wird es noch süßer, fruchtiger und leicht säuerlich. So wirklich vom Hocker reißen tut mich diese Sorte nicht. Da bevorzuge ich tatsächlich mehr die Mango-Maracuja-Variante.